Auf meinem Kabal Open Mind Trompete habe ich eine Stern-TV-Doku analysiert, bei der es um ein 16-jähriges Mädchen ging, welches an einer Überdosis MDMA gestorben ist. Besonders schade ist, dass der Tod eventuell hätte verhindert werden können. Das MDMA wurde der Verstorbenen und ihren zwei Freundinnen von 20-jährigen Boys gegeben, die dann dagegen waren, den Krankenwagen zu rufen, als ihr Zustand sich immer verschlechterte. Ob die zwei Jungs verurteilt werden, hängt auch davon ab, ob der Sanitäter das Mädchen überhaupt hätte retten können. Und obwohl ich sehr tief in der Materie drin bin, wusste ich beim Schauen der Doku gar nicht, was die SanitäterInnen bei einer Überdosis MDMA getan hätten. Bei zu viel Heroin gibt es Naloxon, bei zu viel LSD gibt es Benzos, aber was bei zu viel MDMA? Was für Dinge kann man da selbst tun? In diesem Video werde ich diese und weitere Fragen zu einer zu hohen Dosis MDMA beantworten. Ich muss halt leider sagen, dass bei dem Fall von Selina aus dieser Spiegel-TV-Doku im Vornherein so ziemlich alle Safer-Use-Regeln gebrochen worden sind, die es gibt. Erstens, sie war 16. Am sichersten ist es natürlich, wenn man gar nicht konsumiert, aber auf keinen Fall solltet ihr konsumieren, wenn ihr unter 20 seid. Zweitens, sie hat nicht wenig Alkohol dazu getrunken. Erst trinken die Mädchen Hugo, ein Sektgetränk und dann ein paar Klopfer. Kleine Fläschchen mit einem Wodka-Pflaumenlikör gemischt. Mischt MDMA niemals mit Alkohol, das erhöht die Chance eines Überhitzungstods, weil beide Substanzen den Körper dehydrieren und es belastet den Körper halt im Allgemeinen und außerdem merkt man den Alkohol auf MDMA gar nicht, was die Chance erhöht, dass man zu viel Alkohol trinkt. Drittens, sie hat 2 Pillen genommen. MDMA-Pillen beinhalten heutzutage selten unter 200 Milligramm, können aber auch ein gutes Stück höher dosiert sein. Man sollte allerdings maximal 1,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht konsumieren, was bei ihr dann maximal 80 Milligramm wären. Also Selina hatte hier potenziell eine 5-fache Überdosis. Viertens, sie hat vermutlich auch keinerlei Tests gemacht, um zu schauen, ob keine Streckmittel in der Pille sind. Fünftens, vermutlich hat sie auch keinerlei Nahrungsergänzungsmittel genommen, um diversen Nebenwirkungen entgegenzuwirken, wie diverse Vitamine oder besonders Magnesium, was die Chance von Krämpfen durch MDMA reduzieren kann. Und nein, ich mache hier jetzt keine Werbung für meinen Nahrungsergänzungsmittel-Store, weil ich habe gar kein Magnesium im Sortiment. Obwohl, kurz einmal die Einblendung hier. Vielleicht wollt ihr ja die neue Version von Limitless testen, die diese Woche rauskommt. Auch sehr wichtig in Sachen Safer Use ist, dass man zwischendurch auch mal eine Pause macht und nicht durchgehend tanzt, um den Körper nicht zu überlasten. Jedenfalls ist die Doku von dem her im Allgemeinen ein bisschen fragwürdig, weil hier Ecstasy als die Todesdroge schlechthin dargestellt wird. Versteht mich nicht falsch, Ecstasy ist sehr gefährlich und bietet eine große Bandbreite an Risiken von kognitiven Einschränkungen, Krampfanfällen, Depressionen bis hin zu Psychosen, aber besonders wenn man sich an die oben genannten Grundregeln hält, ist ein Tod durch Ecstasy äußerst unwahrscheinlich. Die Ironie des Beitrags ist hierbei, dass einerseits versucht wird, der Droge ein extrem tödliches Image zu geben, aber dann, wenn es um die Nennung von Beispielen geht, liegen teils Jahre Abstand zwischen den Todesfällen. 2 Jahre vorher sind es 4 Teenager, die sich zur Einnahme der Pillen in einem Waldstück südöstlich von Hamburg verabreden. Wenn man die Tödlichkeit von Alkohol entsprechend darstellen würde, würde das vermutlich so aussehen. Es ist soeben die junge Sabine an Alkohol gestorben und vor 2 Jahren die Friederike. Aber auch vor 3 Minuten der Manuel und in 10 Minuten wird auch wer sterben. Ups, das werde dann wohl ich sein. Dammit, hätte ich doch nicht trinken sollen. Wobei man da auch fairerweise dazu sagen muss, dass man es bei Alkohol für eine tödliche Überdosierung sehr übertreiben muss. Viele Tote entstehen hier durch Folgeschäden des Konsums. Jedenfalls ist der Spiegelbeitrag übertrieben lächerlich, weil die viel wahrscheinlicheren Gefahren durch MDMA und Safer-Use-Regeln hier mit keiner Silbe erwähnt werden. Bevor wir die Frage klären, was man bei zu viel MDMA tun kann, was sind denn die Symptome von einer Überdosis? Um den gesundheitlichen Zustand genauer einschätzen zu können, kann es hilfreich sein, folgende Dinge zur Hand zu haben. Ein Infrarotthermometer, ein Handy, Fitnessarmband oder Smartwatch mit Pulsmessfunktion, Blutdruckmessgerät und, wenn ihr richtig krass sein wollt, auch ein EKG-Gerät. Die meisten Leute, die Erfahrung mit MDMA haben, werden schon mal gesehen haben, wie jemand auf MDMA die Augen rollt, ohne dass dann irgendwas passiert. Theoretisch ist das aber schon ein Zeichen, dass man zu viel genommen hat und könnte Vorbote eines Krampfanfalls sein. Also auf keinen Fall nachlegen, wenn die Augen rollen und den Zustand genau
im Auge behalten. Einer der wichtigsten Indikatoren ist die Körpertemperatur. Dass man bei MDMA ein bisschen schwitzt und einem warm ist, ist normal, aber wenn man übertriebene Schweißausbrüche hat und der Körper wärmer zu sein scheint als nach einer Sporteinheit, kann man anfangen, sich Sorgen zu machen. Ab einer Körpertemperatur von 40 Grad wird es sehr gefährlich. Also habt ein Infrarotthermometer bzw. Fieberthermometer startklar. 36,8, bei mir scheint alles im grünen Bereich zu sein. Weitere Faktoren sind plötzliche schnelle Atmung, plötzliche Blässe, starke Verwirrtheit, Erbrechen, starke Panikgefühle, Brustenge und unregelmäßiger Herzschlag. Eine Person, die viel zu viel genommen hat, wird vermutlich weniger ansprechbar sein und langsam das Bewusstsein verlieren. Falls ihr ein Blutdruckmessgerät am Start habt, der Blutdruck sollte unter 180 zu 110 sein. Schauen wir zum Scheiß mal, was mein Blutdruck gerade ist. So, mein Blutdruck ist jetzt scheinbar 117 zu 70. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wenn du nervös und ein bisschen panisch bist, dir schlecht ist und du extreme Unruhe hast, muss das nicht unbedingt für eine Überdose sprechen. Jedes Mal, wenn mir MDMA in mein Wurstbrot gemischt wurde, hatte ich diese Symptome vor dem Eintreten der Hauptwirkung und jedes einzelne Mal dachte ich, dass ich zu viel genommen habe und jetzt wegen einer Überdosis gleich einen Herzinfarkt bekomme und fange an, ständig panisch meinen Puls zu messen. Ein erhöhter Puls muss aber nichts bedeuten. Erst wenn der Puls höher als 220 minus dein Alter ist, hat man einen Puls, der nicht auch normal nach einer sportlichen Aktivität wäre. Mein Handy sagt, ich habe einen Puls von 86. Oh, das könnte auf jeden Fall ein bisschen niedriger sein. Aber ich habe vorher Koffein zu mir genommen. Wenn es, wie bei mir sehr häufig, nur Panik oder Unruhe ist und keine lebensbedrohliche Situation vorzuliegen scheint, hilft es sehr, eine Kleinigkeit zu trinken und sich an die frische Luft oder einen ruhigen Ort mit angenehmer Temperatur zu begeben. Am besten mit Begleitung eines Freundins, der einem emotionalen Support, eventuell auch durch eine Umarmung bietet oder was auch immer bevorzugt wird. Hey, geht's dir nicht gut? Ah, nee, mir geht's gerade echt nicht gut. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel genommen. Soll ich dir ein Wasser holen? Nee, aber vielleicht könntest du mir einen runterholen, das wäre ganz nice. Ah ja, das ist gut. Was schaust du so? Ja, wenn es das du nicht machst, muss ich es halt selber machen. Ah. Wenn es nur so ein wenig Panik ist, sollte das Ganze in 15 bis 60 Minuten vorbei sein. In so einem Fall würde es vermutlich etwas bringen, ein paar Tröpfchen Cannabidiol zur Beruhigung zu konsumieren. Benzodiazepine würden auch dagegen helfen, aber das ist schon ein härteres Mittel, was man wirklich nur anwenden sollte, wenn man es gar nicht mehr aushält und die Situation wirklich einfach nicht aufhört. Darüber, dass man den Notarzt bei allem rufen sollte, was über ein bisschen Panik hinausgeht, sind sich die meisten hier, denke ich, einig, aber macht der Notarzt viele Dinge, die man selbst auch machen könnte? Was ist, wenn man an einem abgelegenen Ort ist, zu dem der Notarzt sehr lange braucht? Bei einer Körpertemperatur von über 40 Grad und einer somit drohenden tödlichen Hyperthermie werden Kältepacks eingesetzt, was also bei jedem Emma-Trip im Kühlschrank sein sollte. Kaltes Wasser aus der Dusche könnte man auch verwenden, um den Körper abzukühlen. Gegen starke Krämpfe und epileptische Anfälle, die auch bleibende Schäden hinterlassen könnten, wird das Benzo Midazolam eingesetzt. Andere Benzos, die man vielleicht eher als Midazolam zu Hause hat, können auch Gegenkrämpfe, die durch das Serotonin-Syndrom verursacht werden können, helfen. Bei länger anhaltenden Beschwerden verabreichen Ärzte manchmal Cyproheptadin, was unter anderem Serotonin-Empfängerstrukturen hemmt und somit den schädlichen Einfluss des Hormonüberschusses eines Serotonin-Syndroms verringert. Das Cyproheptadin oder Peritol, wie es im Handel heißt, hat meiner Recherche nach keine sonderlich krassen Nebenwirkungen und bekommt man theoretisch mit einem normalen Rezept beim Arzt, aber es gibt fast keine Krankheit, gegen die es verschrieben wird, weshalb die wenigsten Zugriff darauf haben sollten. Dass man auf MDMA viel Wasser trinken muss, ist bekannt, aber wenn man zu viel Wasser trinkt, kann es zu diversen Komplikationen führen. Weil MDMA eine Senkung des Natriumspiegels im Blut verursacht, kann es besonders in Kombination mit einer zu hohen Flüssigkeitszunahme zu einer Hyponatremie kommen. Diese seltene, aber gefährliche Nebenwirkung kann Übelkeit, Verwirrtheit oder eine leptische
Das habe ich gerade einen epileptischen Anfang. Oder einen epileptischen Anfall zur Folge haben. Weil diese Nebenwirkung durch das weibliche Hormon Östrogen verstärkt wird, leiden Frauen hieran ungefähr 8-mal häufiger. Bei schwächeren Fällen limitiert man die Flüssigkeitszufuhr und nimmt dagegen Diuretika-Arzneimittel, welche es teils zwar ohne Rezept zu holen gibt, aber das sollte man auf keinen Fall selbst machen, weil man hier erst Blut abnehmen muss, um zu wissen, wie viel man hier geben muss. Es müssen noch viele weitere Faktoren beachtet werden. Und wenn man was falsch macht, macht man die Situation schlimmer. Auch alle weiteren Maßnahmen kann dann nur der Notarzt machen, weil einige Mittel intravenös gegeben werden müssen und die auch keiner zu Hause hat. Bei der Herzrhythmusstörung, Arrhythmie und Bluthochdruck gibt es Esmolol gespritzt, ein Medikament mit kurzer Halbwertszeit von 9 Minuten, das Adrenalin blockt. Bei zu krasser Hyperthermie wird Dantrolen gespritzt. Außerdem gibt es meist eine 0,9%ige Kochsalzlösungsinfusion. Also bei drastischen Fällen kann man hier auf keinen Fall auf einen Notarzt verzichten. Also spielt hier nicht unnötig Doktor. Hier fragen sich natürlich alle, rufen die vom Notarzt auch direkt die Polizei? Es kann schon sein, dass in manchen Fällen die Polizei mitkommt, wenn klar ist, dass es um Drogen geht. Am Telefon daher nur die Symptome schildern und dann erst vor Ort, wo der Notarzt einer Schweigepflicht unterliegt, die komplette Wahrheit. Sie haben einen Krankenwagen gerufen. Wo ist der Patient? Er liegt da auf dem Boden. Oh, Scheiße, dem geht's ja richtig schlecht. Hat der irgendwas genommen? Hat der irgendwelche Drogen genommen? Sag die Wahrheit, sonst wird er sterben. Okay, ich gebe es zu. Unser Dealer heißt Eduard Storch und wohnt in der Trompetenstraße 420. Diese Info hat gerade sein Leben gerettet. Ja, mir geht's schon viel besser, ja. Wenn man sehr viel Pech hat, stirbt man an einem Herzversagen, was besonders bei Mischkonsum auftritt, wo der Notarzt dann leider auch nichts mehr machen kann. Wenn ihr allerdings ganz viel Glück habt, gewinnt ihr 420 Euro. Unter allen meinen Telegram-Followern verlose ich nächste Woche 420 Euro und 10 Projektor 3000. Folgt mir dort und schreibt mir in die Kommentare, zu welchen Drogen ich das nächste Überdosis-Video machen soll.